Willkommen zu unserer Analyse des Goldmarktes. Der Goldpreis, der stand kurz davor, sein nächstes Etappenziel zu erreichen, als er auf erheblichen Widerstand stieß und unerwartet deutliche Rückschläge erlebte. Diese Entwicklung wirft nun einige Fragen auf. Sollten diese Rückschläge für Goldinvestoren Anlass zur Sorge geben oder sind die Ereignisse weniger einschneidend als angenommen? Bieten sich nun sogar Chancen für Short-Positionen oder könnten sich die Situation als weniger dramatisch herausstellen als zunächst befürchtet? In diesem Video gehen wir diesen Fragen nach und bieten eine umfassende Betrachtung der aktuellen Lage. Bleibt dabei, um zu erfahren, was diese Entwicklung für den Goldmarkt bedeuten könnten. Ich blende noch kurz die Risikowarnung ein und dann geht's sofort weiter. Ich würde sagen, wir beginnen wie immer mit dem Tageschart, um mal das große Bild uns anzuschauen. Hier hat sich selbstverständlich zur letzten Woche nicht ganz so viel gebildet. Klar, wir hatten ja unsere zwei Etappenziele, die wir jetzt hier als nächstes auf dem Schirm hatten, abgearbeitet, ganz sauber. Und jetzt ist auch nochmal so ein bisschen drüber gegangen. Das hatte ich ja letztendlich auch gesagt, ne? Also als wir das punktgenau getroffen hatten, diesen Kursbereich bei 2363 Dollar ungefähr, hatte ich gesagt, man sollte sich durchaus darauf einstellen, dass wir nochmal ein bisschen drüber gehen, dass wir hier herumschlingern um diesen Bereich und eventuell dann erst in die Korrektur übergehen. Von welcher Korrektur spreche ich? Nun ja, wir haben hier seit dem 27.09. einen wunderschönen bullischen Aufbau gesehen, warten jetzt aktuell auf die entsprechende Gegenbewegung plus Ausbruch in Richtung Norden, um uns dann weiter gegebenenfalls in Richtung 2538 Dollar hocharbeiten zu können. Das Problem an dieser Stelle, diese kleine Korrektur hier, die war, wie der Name schon sagt, viel zu klein und dementsprechend warten wir hier aktuell auf eine Korrektur und die sollte meines Erachtens nach mindestens bis zum 21er Fibo Retracement reichen. Also wir brauchen eine Korrektur dieser Bewegung hier um mindestens 21%. Wir sehen hier auch diesen 34er EMA hochlaufen, das dürfte sich ungefähr treffen, aktuell bei ungefähr 2258 Dollar. Aufgrund der Tatsache, dass wir hier schon sehr, sehr weit drüber gelaufen sind, auch dieses parabolischen Anstiegs hier, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir auch diese 30er Retracements abarbeiten, also irgendwo in dem Bereich 2152 Dollar, 2118 Dollar laufen, ohne dass deshalb auf irgendeine Art und Weise der Trade oder beziehungsweise nicht der Trade, sondern dieser gesamte Aufbau seit dem 27.09. akut gefährdet wäre. Ja, also das ist jetzt irgendwie, dass man jetzt davon reden müsste, da gibt es die große Trendwende, das würde das in dem Fall nicht automatisch bedeuten. Natürlich ist davon abhängig, wie wir hier runterlaufen. Ob wir jetzt einfach nur mal fix hier runterfallen auf diese beiden Niveaus und der Kurs sich dann sofort wieder erholen kann oder ob sich hier wirklich ein bärischer Aufbau auftut, das wird die Situation natürlich nochmal erheblich verändern. Und dann müssten wir uns gegebenenfalls darauf einstellen. Da wir aber über den Tageschart sprechen, wäre das eher eine Sache von vielen, vielen Wochen in dem Fall. Wechseln wir mal auf den 4-Stunden-Chart. Wie sieht es hier aus? Wir hatten ja auch unseren Step abgearbeitet, unseren ersten bei 2251 Dollar roundabout und zielen jetzt auf das zweite Etappenziel bei ungefähr 2500 Dollar. Das ist aktuell nur noch ein Katzensprung entfernt, könnte man sagen, aber dennoch können wir auch hier dieses mögliche Korrekturpotenzial nicht verleugnen, denn auch hier haben wir eine ganz, ganz ähnliche Situation wie im Tageschart. Und würden auch entsprechend 21er, 30er Retracements runterlaufen. Also H4 und Daily Chart ähneln sich ja auch sehr, sehr stark. Wir können es im H4 Chart aber noch ein kleines bisschen besser aufschlüsseln. Wie sieht es hier aus? Hat sich hier gegebenenfalls schon ein bearischer Aufbau aufgetan? Müssen wir hier irgendwas im Auge behalten? Und da kann ich ganz klar sagen, zumindest auf H4 Basis, nein. Wie es in den kleineren Timeframes, also in den schnelleren Timeframes aussieht, was so die nächsten Tage und Wochen betrifft, also ein relativ kurzer Anlagehorizont, da sieht die Sache schon anders aus und das werden wir uns auch gleich im Detail anschauen, also bleibt unbedingt weiter dran. Hier momentan auf dem H4 noch nichts zu sehen, deswegen gehe ich hier aktuell davon aus, dass wir, wenn es zu einer Korrektur kommt, wenigstens diese oder erst einmal nur diese notwendige Korrektur sind, von der ich gesprochen habe und dann könnte es auch hier weiter in Richtung Norden gehen. Alles andere wäre jetzt absolute Spekulation, weil man ja wie gesagt noch nichts in der Hand hat, was irgendwie auf die bearische Seite ungebremst hinweisen würde. Und damit begeben wir uns jetzt schon in die etwas kurzfristigeren Timeframes, Stundenchart und 15-Minuten-Chart. Also wir sprechen jetzt über einige Wochen bzw. einige Tage, die es hier betreffen sollte. Und das ist natürlich für die etwas kurzfristiger engagierten Anleger oder vielleicht für eventuelle Nachkäufe durchaus interessant. Aber ein kleiner Zwischenstopp, bevor wir uns diesen kurzfristigen Prognosen zuwenden. Du bist auf der Suche nach einem Trading Boost? Ich habe drei kostenfreie Tipps für dich in der Videobeschreibung verlinkt. Trading völlig neu gedacht. Kurz pausieren, anmelden und dann sind wir wieder im Thema. Viel Inspiration wünsche ich dir und dann fahren wir hier fort. So, und damit geht's wie versprochen weiter mit dem Stundenchart.
Wie sieht die Sache hier aus? Also hier haben wir inzwischen ja auch unser zweites Etappenziel bei 2334 Dollar ungefähr abgearbeitet. Wunderbar. Das erste lag ja viel, viel weiter unten noch im Bereich der 2098 Dollar. Zoomen wir mal ein bisschen näher ran und gucken, was der Kurs hier gemacht hat. Nun ja, er hat letztendlich das gemacht, was wir ja auch immer sehen wollen, beziehungsweise erwarten, dass wir hier nicht nur das Etappenziel anlaufen, sondern dass wir hier auch herumschlängeln. Pardon. Ja, nee, die zweite ist es genau, das habe ich schon gesagt, das ist das zweite Etappenziel. Ja, das hat der Kurs gemacht, er ist hier herumgeschlängelt und jetzt sehen wir etwas, was wir auch im Silberchart gestern gesehen haben, wo ich aber eine Warnung ausgesprochen habe. Wir sehen hier möglicherweise eine, der eine oder andere wird es schon erkennen, Schulterkopf-Schulterformation. Ja, also mit viel Fantasie kann man das hier einzeichnen und würde hier sehen, Schulterkopf-Schulter und könnte das Ganze dann in Richtung Süden runter projizieren. Ja, da sprechen wir ungefähr über eine Höhe von Roundabout 110 Dollar. Wenn man hier runter rauscht, würde uns also ungefähr in den Bereich der 2213 Dollar bringen. Das ist jetzt nichts oder kein Ding der Unmöglichkeit, muss man ganz klar sagen. Aber ich bin in so einem extrem starken Bullenmarkt, wo die nächsten Etappenziele im H4 und im Tageschart auch katzensprunglos entfernt sind, wäre ich natürlich vorsichtig mit solchen Prognosen. Na, das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Hier sollte man auf jeden Fall nicht irgendwie, ja, also es versteht sich von selbst, dass man natürlich nicht all in geht. Ich denke, das brauche ich keinem erzählen. Aber dass man sich ihr vielleicht auch nicht zu sehr in so einen Korrektur- bzw. großen Trendwechselgedanken hineinverliebt, sondern das Ganze wirklich weiterhin rational betrachtet. Klar, man kann es probieren. Die Frage stellt sich natürlich auch immer, wie sieht es dann mit dem Chance-Risiko-Verhältnis aus? Ja, also das ist jetzt keine Riesenschulterkopf-Schulterformation. Und wenn man sich anschaut, dieses mögliche erste Etappenziel, was man da gesehen hat und einen möglichen Stop-Loss-Bereich, den man da sicherlich nehmen müsste, einkalkulieren müsste, dann wäre man schon, ich denke, bei einem relativ schlechten Chance-Risiko-Verhältnis. Das dürfte wahrscheinlich nicht mal 2 zu 1 sein. Ich finde es oder fände es viel interessanter, wenn wir hier auch parallel dazu einen tatsächlichen bärischen Aufbau sehen würden. Ja? Schulterkopf-Schulterformation hin oder her kann gerne passieren. Er kann ja auch so ausbrechen, aber wenn sich dann im Zuge dieser ersten Talfahrt hier vom 12.04. dann wirklich ein konstanter bärischer Aufbau bildet mit Gegenbewegung, mit Ausbruch, dann fände ich das als eine sehr, sehr gute Unterstützung dieser SKS-These, also dieser Schulterkopf-Schulterformations-These, und werde auch gern bereit, das weiter in Richtung Süden zu verfolgen. Das ist aber momentan auf dem Stundenchart noch nicht der Fall. Ne? Also auch hier haben wir noch keinen abgeschlossenen bärischen Aufbau und das sehe ich noch als großes Problem. So, wie sieht's hier aus in puncto weitere Etappenziele? Also ich würde jetzt wirklich gerne erstmal eine Korrektur sehen und dann einen neuen bullischen Aufbau, also ein neues Counting, und dann können wir uns weiter in Richtung Norden positionieren. Ne? Also Stundenchart ist ja jetzt nichts, was man jetzt irgendwie monatelang oder jahrelang halten will. Deshalb gehen wir hier eher in diese Trading-Richtung. Und damit gehen wir jetzt mal abschließend in den 15-Minuten-Chart. Sehr interessant hier an der Stelle. Klar, wir hatten über die Long-Positionierung bzw. den Long-Vorschlag im Zuge dieses Aufbaus vom 28.02. gesprochen. Der hat ja hier irgendein Chance-Risiko-Verhältnis aktuell von, ach, was weiß ich, über 20 zu 1. Das war ja Wahnsinn, weil einfach hier diese Zone seit dem 1.3. viel zu überdehnt war. Da habe ich ja schon gesagt, wenn wir uns einfach mal verabschieden von diesen Positionen, das macht sicherlich Sinn, weil es einfach zu überdehnt ist. Die Strategieregeln sagen hier ganz klar, dass das hier nichts draus wird. Ja, und hier müssen wir einfach auf einen neuen bullischen Aufbau warten. Also hier wäre ich auch auf gar keinen Fall bereit, aktuell mir irgendwie neue bullisch zu engagieren. Man kann das natürlich ein bisschen differenzieren. Wenn man sagt, okay, man hat jetzt hier so ein Mindestkorrekturpotenzial ausgeschöpft mit dieser Korrektur, die hier bis ungefähr 2324 Dollar ging, und jetzt sieht man vielleicht hier einen neuen bullischen Aufbau und will das nochmal wenigstens kurzfristig nochmal ein bisschen weiter nach oben traden. Ja, ich meine, dem steht vielleicht nicht unbedingt ganz so viel entgegen. Ja, wenn man sagt, vielleicht schafft es doch noch auf die nächsten Etappenziele im H4 und Tageschart, wenn man das unbedingt möchte. Aber ich will einfach von diesem Gesamtkontext her, also gesagt haben, dass wir auch in diesen größeren Timeframes mal dieses Korrekturpotenzial haben. In diesem Gesamtkontext würde ich gerne diese Korrektur abwarten, damit man einfach vielleicht dann auch ein bisschen entspannter das Ganze wieder in Richtung Norden betrachten kann und jetzt nicht immer so ein bisschen bippern muss, ob es jetzt doch gleich in Richtung Süden geht. Ja, das ist einfach vom Wohlfühlfaktor her, fände ich das irgendwie wesentlich interessanter.
Die bearische Seite hatten wir das letzte Mal schon angesprochen mit diesem Abverkauf vom 12.04. Hier hat sich aber nichts ergeben. Ja, das ist im Sande verlaufen, dieser Aufbau. Das müssen wir hier ganz klar rausnehmen aus dem Spiel und hat sich dann hier neu entwickelt mit den letzten Korrekturen seit dem 16.04. Und das ist jetzt sehr interessant. Wir haben jetzt quasi den bärischen Aufbau bekommen, wir haben eine Gegenbewegung bekommen und jetzt heißt es ja mal auf einen möglichen Ausbruch warten, ja, dass der Kurs hier unter diese Trendlinie drunter kommt, per Schlusskurs, dass wir dann nicht mehr über die Ausbruchskerze drüber kommen, beispielsweise solchen Geschichten, da ziehe ich immer gerne mal fix die Reißleine und dann könnte man sich hier in Richtung Süden positionieren. Beispielsweise in einem ersten Step bis ungefähr 2313 Dollar entspricht ja auch so ungefähr diesem Bereich, wo wir auch auf den anderen Timeframes mal hinwollen in Richtung Korrektur. Ne? Das ist nicht so riesig, das Ganze, um jetzt irgendwie was von einem riesigen Abwärtstrend zu sprechen, aber das ist so ein Ding, ich denke, da könnte man mal mitmachen. Aber wie gesagt, ganz wichtig, sobald dann die ersten Gegensignale kommen, wäre ich hier wieder raus. Also dafür ist diese Sache einfach zu holprig und wir wissen das. Ja? Wenn so ein starker Trend in die Korrektur übergeht, wie wir es jetzt auch im Dollar auf der Bullenseite gesehen haben, dann geht das meistens erstmal so ein bisschen seitwärts, bisschen holprig, veralbert die Marktteilnehmer. Wenn man da nicht aufpasst, wird ein Haufen Geld verschwendet. Ja? Also da sollte man nicht zu sorglos an diese Sache herangehen. Wir bleiben auf jeden Fall dran, das ist klar. Und wenn dir deine Trading-Methoden aktuell viel zu unsicher sind, du ganz verunsichert bist, wie du an solche Märkte rangehen sollst, und zwar nicht nur im Gold, sondern ganz allgemein, ob das jetzt Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währung sind, dann solltest du jetzt mal ganz genau zuhören, denn ich habe ein paar wichtige Infos für dich. Bist du aktiv im Handel mit Aktien, Rohstoffen, Währung oder Kryptowährung und möchtest weg von unsicheren, glückabhängigen Methoden hin zu einem durchdachten, regelbasierten Ansatz? Wir bieten dir präzise Strategien, die auf jedes Erfahrungslevel zugeschnitten sind und dir ein stressfreieres, weniger emotionales Handelserlebnis ermöglichen. Entdecke, wie du deine Handelsstrategien verbessern und effektiv umsetzen kannst im Rahmen des Personal Coachings. Vereinbare jetzt ein kostenfreies Erstgespräch über unsere Website www.sogetrading.de oder den Link in der Videobeschreibung. Beginne deine Reise zu tieferem Marktverständnis und fundierten Entscheidungen. Wo stehst du und wohin möchtest du? Lass uns gemeinsam herausfinden. Weniger Stress beim Traden, mehr Work-Life-Trading-Balance. So geht Trading. Euer Peter Seidel.